Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier eine Sache, die ist nicht mehr aktuell. Nein, das ist die Vergangenheit. Das schreibt die Vergangenheit in alten Archiven, in alten Zeitungen. Und weil dies so ist, sagen wir natürlich mal wieder, volle Pulle, Ton ab hier. Na bitte, Ton ab. Ja, also, Sie haben sich hier einfach mal in alten Archiven rumgetummelt und sind zu einer sehr komischen Überzeugung gekommen. Ja, das wollen Sie uns dann auch vorlesen. Ja, dann fangen Sie doch mal an. Ja, ich muss erst mal entschuldigen, dass es in Englisch ist. Es gibt ja Deutsche, die des Englischen so mächtig sind, dass sie vielleicht verstehen, was ich lese. Wenn sie es nicht tun, tut es auch nicht zur Sache, weil der Inhalt ist sowieso relativ banal. Ja. Ich sage Ihnen allerdings am Schluss, worum es denn da ging. Ich lese aus dem Zeitungsartikel nicht den gesamten Artikel, ich lese zwei Absätze. Das reicht dann. Bis dahin kommen wir dann zu einer Aussage, die uns sehr verwundern wird. Ja. Da fange ich da mal an. Also dieser Mensch ist hier in, historisch auch in den Archiven ein sogenannter Berliner Jude, nennt er sich wohl. Ja, und er war hier 1900, weiß ich nicht, 6 oder 1903, war der am Werk hier mit Journalismus und in Politik. Natürlich, ja. Ja, was ist hier in einer englischen Zeitung von ihm zu vernehmen? Ich habe allerdings nur eine englische. Deutsche Archive sind nicht so gut auffindbar für mich. Daher lese ich denn das mal hier in Englisch vor. Dr. Paul Nathan's View of Russian Massacre. Startling reports of the condition and future of Russia's 6 million Jews were made on March 12 in Berlin to the annual meeting of the Central Jewish Relief League of Germany by Dr. Paul Nathan, a well-known Berlin publicist who has returned from an extensive trip through Russia as a special emissary of Jewish philanthropists in England, America and Germany to arrange for distribution of the relief fund of 1.500.000 raised after the massacres last autumn. Dr. Nathan paints a horrifying picture of the plight and prospects of his coalitionists and forecast at any hour renewed massacres exceeding in extent and terror all that have gone before. He left St. Petersburg with a firm conviction that the Russian government's studied policy for the solution of the Jewish question is systematic and murderous extermination. Ja, nun kann ich jetzt mal den letzten Satz übersetzen. Ja, dieser Dr. Nathan war der Meinung, dass die russische Regierung einen Plan studierte, die Juden da irgendwie zu vernichten. Ja, also es ging ihm da um eine Zahl von 6 Millionen und es ging ihm um eines Wortes der Extermination. Ja, Extermination meint dann eben zu beseitigen zumindest, ins Ausland zu verbringen, vielleicht zu vernichten, ist nicht so einfach mit Extermination. Ja, aber dies steht eben dann für eine Übersetzung des angeblichen Vernichten. So ist es nun mal. Ich dachte ja immer, der Hitler wollte die nur vernichten. Aber hier steht, die Russen wollten die vernichten. Und das 1906 oder so ähnlich. Na, wenn das mal kein komisches Ding hier ist, was wir hier lesen. Ja, das kann ich nicht verstehen. Also das ist mir überhaupt, das, wie soll das sein? Das müssen Sie uns doch mal erklären. Wie können Sie sowas lesen? Das geht doch gar nicht. Ja, das geht doch gar nicht. Das war doch alles ganz anders. Das ist doch einzig nur, das ist doch irgendwie, wie kann das in der ganzen Welt so sein? Das kriegt man einfach, das ist historisch einfach nicht zu begreifen. Wie geht denn das? Was lesen Sie denn da? Ist es ein gefälschtes Archiv oder was lesen Sie da überhaupt? Das können Sie doch nicht einfach so vorlesen, das ist doch... Ja, ich kann doch auch nicht dafür.
es gibt Archive, da steht sowas drin. Ich weiß das ja auch nicht, ob die gefälscht sind. Ja, das ist nun mal so. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich es vorgelesen und vielleicht einen großen Fehler gemacht, weil ich da was auf den Leim gehe. Ja, das kann doch sein. Das ist doch Englisch. Überlegen Sie sich das doch mal. Vielleicht stimmt es ja auch alles gar nicht. Ja, das weiß ich dann auch nicht, aber hier unten steht ja noch, wer das mal geschrieben hat. Hä? Ja, und wer hat es geschrieben? Kommen Sie doch mal raus mit. Na, The New York Times, published in March 25, 1906. Here's a copyright. I hope I have not made any mistake that I have read it. Ja. The New York Times. Ja. So ist es nun mal. Was soll ich denn nun machen, wenn ich sowas lese? Ja, sowas dürfen Sie nicht vorlesen. Es kommt ja Menschen, die kommen ja auf völlig unsinnige Gedanken, wenn Sie sowas vorlesen. Ich dachte, ich helfe der Geschichte ein bisschen auf die Sprünge. Es muss ja nicht immer so sein, dass man das, was geschrieben ist, auch irgendwie stimmt. Ja, das kann es sein. Es ist ja häufig, was da so steht, immer alles gar nicht so wahr. Das glaube ich ja eigentlich auch. Ja, dann machen wir mal den Sack zu mit Ihnen hier. Jetzt haben Sie sich ja was erlaubt. So geht das aber nicht mit Ihnen. Ja, dann werde ich das mal wieder unterlassen. Ja, es ist doch gut für Sie, dass Sie das unterlassen. Hören Sie auf mit so einem Quatsch hier. Na gut, dann lasse ich das eben mal sein. Besser so für Sie. Ja, Sie haben es gehört. Da hat sich einer ausprobiert. Er hat uns da was vorgelesen. Machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Glauben Sie das? Glauben Sie überhaupt nichts mehr? Wer weiß, was man da von den Archiven noch glauben soll? Wir wissen das alles nicht mehr. Sind die gegenwärtigen Archive ähnlich kurios oder das Ähnliche, was uns heute gedruckt ist? Wir wissen das auch alles nicht mehr. Ja, das kann einen ja vollkommen irre machen. So ist das nun mal in dieser Welt. Bleiben Sie uns wohl auf, bleiben Sie uns gewogen. Das war's dann mal hier von Ihrer Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk, Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.